Ja, meine Damen und Herren, den Film haben wir gesehen und jetzt wollen wir noch ein paar Fragen darauf bezogen diskutieren. Wir haben hier das große Glück, zwei hervorragende Gäste für diese Thematik begrüßen zu dürfen, die für uns zur Verfügung stehen, die sowohl wissenschaftlich gestaltet sind, als auch eben auf je verschiedenen Gebieten vielleicht sogar über besondere Praxiserfahrungen auch verfügen. Herr Dr. Jünemann zu meiner Linken hat Wirtschaftswissenschaften und wissenschaftliche Politik studiert in Aachen, Freiburg und an der London School of Economics und hat auch promoviert in Volkswirtschaftslehre und ist lange Jahre Redakteur der Wirtschaftswoche gewesen und darüber hinaus auch als Moderator bei der Telebörse und Fachmann sowie beim deutschen Anlegerfernsehen. Und was vielleicht auch für das Thema interessant ist, er hat ein Buch geschrieben, das 1997 in erster Auflage erschienen ist, später noch 2000, Psychologie für Börsenprofis. Zu meiner Rechten ist Professor Dr. Ulrich Glüh. Herr Glüh ist jetzt gerade noch nicht allzu lange, seit 2015, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Darmstadt mit den Schwerpunkten Makroökonomik und Wirtschaftspolitik. Er hat studiert zunächst hier an der Goethe-Universität in Frankfurt und auch in Berkeley in den Vereinigten Staaten und an der Ludwig-Maximilian-Universität in München promoviert. Er war dann beim Internationalen Währungsfonds auch in Washington tätig und war schließlich auch Generalsekretär des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Also Sie sehen, es sind zwei Persönlichkeiten, die zu dem Thema und den Fragen, die wir alle hier haben, sicherlich interessante Personen sind. So, und dann würde ich ganz gern auch mit den Fragen anfangen, vielleicht auch zunächst nochmal mit einem einleitenden Zitat. Am Anfang wurde Alan Greenspan genannt und Alan Greenspan hat auch einmal gesagt, if I appear to be very clear in what I say, you might have misunderstood me. Das wird heute, glaube ich, nicht der Fall sein. Wir sprechen Klartext und wenn Sie das so verstehen, dann ist es sicherlich auch so gemeint. Die erste Frage, die ich Ihnen beiden gerne stellen möchte, ist, wie realistisch ist eigentlich der Film? Also wir wissen ja, das Platzen der Hypothekenblase ist ein Fakt, aber was so sonst an Geschichten um den Film herum erzählt worden ist und wie die Branche funktioniert, was ist daran realistisch und was eventuell nicht? Herr Dr. Jünemann, vielleicht möchten Sie beginnen. Ja, also ich habe auch das Buch gelesen und ich muss sagen, der Film spitzt natürlich sehr stark zu. Die Charaktere werden noch ein bisschen stärker herausgearbeitet, aber das sind schon Charaktere, die ich in meinem Berufsleben immer mal wieder getroffen habe. Wobei die deutschen Trader oder die deutschen Banker da etwas zurückhaltender sind, also nicht ganz so wild und auch in der Sprache etwas vorsichtiger. Aber genau dieses Denken, das habe ich also auch immer wieder erlebt, dass man natürlich auf der Verkäuferseite ist und dem Publikum das eine oder andere verkauft, was die Banker zum Teil selbst nicht verstanden haben, aber vor allem das Publikum nie und nimmer verstanden hat. Und dass dann Risiken zum Teil verschleiert werden. Das geht bis hin zum normalen Gespräch am Bankschalter, wo man sagt, naja, also dass die Märkte da plötzlich zusammenbrechen, das ist völlig unwahrscheinlich, deswegen muss diese Grenze da eingezogen sein, machen Sie sich keine Sorgen. Es ist also eine durchaus realistische Darstellung, auch die Darstellung der Short Seller, die ja wirklich selbst hohe Risiken eingehen und auch hätten komplett falsch liegen können, denn Keynes hat ja schon gesagt, wenn der Markt falsch liegt, kann das länger dauern, als du Anleger zur Wende bist. Und das bedeutet also, das hätte eben auch völlig immer runtergehen können. Wir haben die Guten und die Bösen. Und das ist natürlich Hollywood. Ja, die sind eben die einen, die Good Guys und die Bad Guys. Und in der Wirklichkeit ist es ein bisschen differenzierter. Und was auch nicht so rauskommt, ist, ich glaube, dass die zum Teil in eine Art hineingerutscht sind, die ihnen auch noch nicht so bewusst war. Also das Betrügerische kam nicht von Anfang an, sondern es hat sich danach dann ergeben, vor allem wenn man Positionen hat,
die gegen einen laufen. Ja, ich könnte jetzt gleich hier angreifen und sagen, dass aus meiner Sicht da schon relativ viel Betrügerisches im System angelegt war, frühzeitig. Aber vielleicht doch noch mal ganz kurz zum Film, den ich heute zum ersten Mal gesehen habe. Und das Großartige an dem Film ist sicherlich, dass wenn man ihn sieht und weiß, man muss danach dazu Rede und Antwort stehen, man macht sich die ganze Zeit Gedanken, was jetzt noch fehlt an Aspekten, die zu erwähnen wären, wenn man diese Krise aufarbeiten möchte. Und diese Aspekte kommen dann immer noch. Also ich habe dann auf meinem eigenen mobilen Endgerät die nochmal geguckt, wie diese synthetischen CDOs funktionieren, bevor sie kamen, weil ich eigentlich was zu synthetischen CDOs erzählen wollte. Und dann kamen sie. Dann blieb mir noch als Kritik übrig, nun, die meisten Leute in den Top-Management-Etagen wussten tatsächlich, dass sie gerettet würden in dem Fall und haben deswegen so agiert, durchaus sehr bewusst. Auch das kam dann noch im Film. Dann kam noch Neil Young, mein Lieblingsmusiker, das fand ich auch sehr schön. Also es war eigentlich alles dabei und dennoch würde ich sagen, dass der Film in seiner Erklärung der Krise dort endet, wo wir 2010 geendet sind, als wir die Krise erklärt haben. Also in einer sehr produktorientierten Sichtweise, das Ganze beginnt bei MBS und entwickelt sich dann irgendwie in der Wall Street über Jahrzehnte hin zu diesen ganz verrückten Produkten. Und das geht, weil eben eine Garantie da ist, eine Too-Big-to-Fail-Garantie und deswegen machen da alle mit. Und sie machen vielleicht auch mit, weil sie wissen, am Schluss sind die großen Banken die, die am ersten noch das System manipulieren können und dann sozusagen auch noch runterkommen können von den Positionen. Es gibt aber unterhalb dieser Ebenen, die alle richtig sind und sehr realistisch geschildert, auch noch andere. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass diese Figur des Shortsellers, also des Spekulanten gegen den Markt, wenig kritisch reflektiert wird in dem Film. Und es wird zwar immer mal das moralische Dilemma angesprochen, aber dass der Gegenspekulant ein konstitutives Merkmal ist des Finanzsystems, wie wir es in der Zeit seit den 70er Jahren aufgebaut. Das wird selten thematisiert, dazu kommen diese Shortseller zu gut weg. Und es wird nicht gesagt, dass nicht nur diese netten Shortseller, die wir gesehen haben, sondern Millionen von Shortsellern unterwegs waren in der Zeit von 2000 bis 2007. Sonst hätte es keine synthetischen CDOs geben können, weil die Gegenposition war ja immer jemand, der Versicherung verkauft hat. Ja, also die Rolle dieser Shortseller ist ja tatsächlich ein bisschen speziell in diesem Film und die werden ganz gut dargestellt, zunächst mal zumindest, weil die ja auf ein Problem aufmerksam machen und sagen, sie sind alle verrückt und sie sind die Einzigen, die nicht verrückt sind. Und aber gut, man könnte ja einerseits sagen, die hätten vielleicht auch auf andere Weise darauf hinweisen können, ohne eben damit noch Profit machen zu wollen, das wäre ein Ansatz gewesen. Aber zunächst mal ist natürlich auch die Idee, dass sie zunächst mal nichts anderes gemacht haben, als die anderen auch, nämlich sie haben irgendwo geguckt, womit man eben gut Geld verdienen kann und entsprechend investiert. Ja, das ist genau der Punkt. Also dieser Michael Burry war ja früher das, was man einen Value Investor nannte. Also er war ein kleiner Warren Buffett und hat geguckt, wo sind Fehlbewertungen und da gehe ich dann rein und da ist er mit seinem Fonds groß geworden. Und er hat dann diese Fehlbewertung gefunden in diesen Asset-Backed Securities, in diesen Anleihen, in diesen Kombinationen und hat gesagt, gut, da wette ich dagegen. Der ist also nicht in irgendeiner Weise mit einer moralischen Kategorie jetzt belastet gewesen, sondern hat gesagt, da kann ich Geld machen. Also ist im Grunde genau das Gleiche wie die anderen, die sagen, da kann ich Geld machen, da kann ich also Kommissionen abziehen. Da ist er dann eben massiv reingegangen. Genau wie Sie sagen, er hätte natürlich auch sagen können, ich mache jetzt publik, das ist ein Betrugssystem. Wir haben es am Ende dann versucht, indem sie versuchten, den Wall Street Journalisten davon zu überzeugen, der dann nicht darauf angewiesen ist. Eigentlich hätte ein normaler, guter Journalist sagen müssen, hey, das ist eine Story, da gehe ich ja jetzt hinein. Wobei der Markt sich immer dadurch auszeichnet, dass es Leute gibt, die vor dem Weltuntergang warnen und die eigentlich nichts anderes tun. Und sie haben immer diejenigen, die sagen, es geht weiter. Insofern ist dann immer die Glaubwürdigkeit bei solchen Geschichten, bei so komplizierten Geschichten, das publik zu machen, sehr viel schwerer. Und soziale Netzwerke hatten wir damals noch nicht so sehr. Wenn ich gleich da mal einhaken darf. Was ich wichtig finde, ist, dass
die Legitimation des Systems, das da über Jahrzehnte aufgebaut wurde, ganz wesentlich von der Existenz und der Betonung der Existenz der guten Spekulanten abhängt. Sie hatten Keynes erwähnt, der bezweifelt hat, dass sozusagen das mit der Spekulation so gut funktioniert, dass Fehlbewertungen am Schluss alle weg sein werden. Der große Gegenspieler Milton Friedman, der hat flammende Plädoyers genau dafür geschrieben, über die Vervollständigung von Märkten durch die Spekulanten, die eben über Leerverkäufe es dann tatsächlich schaffen, immer wieder die richtige Bewertung hinzubekommen. Und das ist eine zentrale Legitimation, die notwendig ist, damit überhaupt diese Strukturen aufgebaut werden können, die aufgebaut wurden. Ihr habt es in meiner eigenen Praxis erlebt, als dann wirklich 2008 es rund ging. Kamen ja Maßnahmen, hat die Bundesregierung nackte Leerverkäufe beispielsweise verboten. Wenn man Experten, volkswirtschaftliche Experten in dieser Situation um sich hat, und ich hatte sie, das war der größte Schock für viele Volkswirte, wie man so etwas verbieten kann. Das klingt jetzt lustig, weil es gab viel Schockierenderes in der Zeit, wie wir gesehen haben. Aber viele Volkswirte haben sich wahnsinnig aufgeregt und geärgert, dass man jetzt diese nackten Leerverkäufe verbietet, weil sie sind doch das Instrument, das dieses System erst funktionsfähig macht. Und es ist sehr interessant, das zu beobachten. Und in dem Film, glaube ich, wird dieser Aspekt ein Stück weit zu wenig. Das ist auch, wenn ich vielleicht einhaken darf, das ist genau der Punkt. Also nackte Leerverkäufe können die Abwärtsbewegung sehr viel stark verstärken. Und ich brauche natürlich in jedem Markt auch Regeln. Wir haben natürlich eine Phase der Deregulierung gehabt, verglichen mit den 80er Jahren, die dann Dinge möglich gemacht haben, die man früher nicht so kannte. Und jetzt hake ich nochmal mit einem anderen Punkt ein, wenn Sie sagen, hier, das System funktioniert so, so wie die Wissenschaftler es zum Teil sehen. Wir haben in diesen 90er Jahren eben mit dem Aufkommen der Derivate auch gleichzeitig mit diesem Financial Engineering einfach das Gefühl gehabt, wir haben alle Risiken in den Griff. Wir können das mit Value at Risk und mit Optionspreismodellen alles bestens machen und deswegen bauen wir solche Konstruktionen auf, wo einfach verhindert wird, dass das Ganze nachher in den Bach runtergeht. Und dieses Gefühl, Risiken sind keine Risiken mehr, hat dazu geführt, dass die Risiken immer stärker aufgebaut wurden und am Ende der große Krach dann kam. Und da würde ich jetzt sagen, ich bin jetzt an der Universität, das hat irgendwas auch mit der Wissenschaft zu tun, denn solche Ideen, Arbitrage, das wird Fehlbewertungen werden ausgeglichen, das beruht eben darauf, dass die ganzen Leute rational handeln und auch immer wieder was verstehen, was da wirklich los ist. Das ist nicht so, das wissen Sie, dass das, was Sie an der Universität lernen, was sozusagen die neoklassischen Modelle sind, wir haben öfters den Hinweis gehabt, die Modelle funktionieren nicht, in der Realität oft nicht funktionieren. Wir haben die Glockenkurve und wir haben die Fatales und die sind eben nicht so selten. Statistisch gesehen kommen sie vielleicht alle 100 Jahre vor, aber sie können natürlich auch zweimal hintereinander vorkommen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ob dieses Financial Engineering nicht auf einer Wirtschaftswissenschaft beruht, das muss ich vorsichtig sagen, die keine Wissenschaft ist. Ja gut, da werden jetzt große Fragen aufgespannt und ich würde gerne ein paar Fragen im Zusammenhang jetzt anstoßen, aber die man dann da rein noch diskutieren müsste, die, wo ich jetzt sehe, da besteht vielleicht Bedarf. Also die eine Problematik ist ja die, die gerade vorhin nochmal angesprochen worden ist, es geht einfach um das Agieren von Menschen, ja, und es sind auch Charaktere gezeigt worden, die erkannt haben, dass irgendwas falsch läuft, die vielleicht auch nicht nur einfach dagegen wetten wollten, sondern auch irgendwie tatsächlich Verantwortung übernehmen wollten und das gar nicht wirklich konnten. Also die Frage ist ja, was können eigentlich einzelne Menschen in so einem System wann, wie überhaupt tun? Ja, das ist eine Frage. Die andere Frage, wenn man sagt, eigentlich funktioniert ja das Prinzip mit der Gegenspekulation ganz gut, das ist ja eigentlich wäre das doch ein Punkt, wo man sagen müsste, dann müsste der Markt doch funktionieren. Ja, weil man sieht, da besteht ein Risiko, dann wetten andere dagegen und dann müsste eigentlich der Markt ganz gut funktionieren. Warum funktioniert er an der Stelle nicht und inwiefern, da kommt dann eben die dritte Frage, ist daran möglicherweise das Paradigma schuld, mit dem wir ansetzen.
Also vielleicht nicht unbedingt, denn wir haben ja, das wurde ja mit dem Thema Fraudulent, also Betrug, umschrieben, wir haben ja Banken gehabt, die Verpackungskünstler waren. Sie haben verschleiert. Also wir haben eine große Verschleierungsmaschine gehabt. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem Professor hier aus der Uni Frankfurt, der 2005 noch geschrieben hat, dass diese Art von Securitization eine tolle Sache sei und dass das ganze System dadurch sicherer geworden ist. Und als wir ihn dann gefragt haben, wir Journalisten, sagen wir mal, was war denn da los? Dann sagte er, tja, die Banken haben das nicht getan, was sie eigentlich tun mussten. Sie sollten ja nach diesem Prinzip die schlechten Risiken aufs Buch nehmen und nur die guten Risiken verkaufen. Was haben sie gemacht? Sie haben die Risiken so verpackt, dass keiner mehr weiß, was gut oder schlecht war. Und sie haben willige Ratingagentur gefunden, die ihnen das alles noch mit AAA versehen haben. Also wir sehen, Märkte funktionieren auch nur, wenn die Bedingungen einigermaßen transparent und ordentlich sind. Und das waren sie in diesem Fall nicht mehr. Und dieses Financial Engineering hat eben eine Form von Sicherheit gebracht, die nicht existierte. Und da liegt meiner Ansicht nach das Grundproblem. Märkte können auch immer crashen, Märkte können auch immer sich komplett sozusagen selbst zerlegen. Das ist nichts Neues und keine neue Erkenntnis. Und deswegen brauchen Sie vernünftige Rahmenbedingungen und auch vernünftige Regulierung. Ja, ich würde noch einen Schritt weiter gehen und zuspitzen wollen, weil die Gefahr ist so ein bisschen, dass wir uns zu sehr einig sind. Ich habe ja gesagt, also der Film endet so ein Stück weit an dem Punkt 2010, da haben wir die Geschichten erzählt, die dort in dem Film erzählt wurden. Was hat man in der Zwischenzeit gemacht und was hat man in der Zwischenzeit zusätzlich verstanden? Das kann ich nicht für alle beantworten, ich kann es für mich beantworten. Ich glaube, dass genau das, was Sie eben in Ihrer Frage getan haben, so ein Grundvertrauen in Märkte, ja, dass dieses Grundvertrauen in Märkte zumindest auf den Finanzmärkten unangebracht ist. Dass der Markt und damit auch der Wettbewerb als Leitmotiv eines jeden Marktes höchstwahrscheinlich nicht das richtige Leitmotiv ist. Das kann im Bereich des Finanzmarkts im Einzelfall funktionieren, im Regelfall wird der Markt versagen. Im Regelfall wird der Markt versagen. Viele der Dienstleistungen, die heutzutage immer noch über Märkte dargestellt werden, hätten vielleicht hinterfragt werden müssen nach der Krise, sind beispielsweise im Zahlungsverkehr etc., sind das nicht öffentliche Güter, die vielleicht auch öffentlich angeboten werden können? Das heißt, also ich glaube, Sie hatten die Wirtschaftswissenschaften kritisch angesprochen. Ich glaube, die Hauptkritik, die Kritik, die Sie genannt haben, ganz richtig, sozusagen ein übermäßiges Vertrauen in Quantifizierung, in vollständige Märkte. Aber ich glaube, auf einer Ebene unten drunter ist das Kernkritik an den Wirtschaftswissenschaften, dass sie dieses Übervertrauen in Märkte genährt hat und in das Wettbewerbsprinzip, das diesen Märkten zugrunde liegt. Der Spekulant, hier in dem Film wieder sehr positiv weg, und ich betone das nochmal, der Spekulant ist ja nichts anderes als Ausdruck dieses perfekten Wettbewerbs, der notwendig ist, um den Markt dann tatsächlich dahin zu bringen, wo er das hayekianische Preissignal tatsächlich produziert, das wir von ihm wollen. Ja, okay. Und wenn wir neoklassisch im Sinne funktionierender Märkte denken, dann würden wir eigentlich unterstellen, es gibt eben gut informierte Akteure, die dann eben auch durchschauen, was da alles verpackt worden ist und entsprechend dann die Produkte, die schlecht sind, nicht kaufen, es entsprechende Marktregulative gibt und dann würden diese ganzen Probleme nicht entstehen. Was wir haben, müssen wir aber eigentlich doch dennoch ganz gut verstehen, also zumindest aus etwas modernerer Sicht, also denn das, was Sie beschrieben haben, ist ja eigentlich im Grunde genommen nur ein Problem adverser Selektion. Dass also Leute nicht wirklich wissen, was für schlechte Produkte ihnen verkauft werden, zu vertrauen den Händlern. Und dann werden im Grunde, wenn es möglich ist, dann werden ja die schlechten Produkte eigentlich am besten. Aber wenn ich haben sie nur noch schlechte Produkte. Kann man das so sehen? Oder wo liegt eigentlich das Problem? Also das Markt. Versagen, das wir hier beobachten, muss ja irgendwie erklärt werden und auf der Basis können wir dann überlegen, wie entsprechende Regulierungsanstrengungen laufen müssen. Lassen Sie mich erstmal da anfangen. Das ist eine durchaus orthodoxe Sichtweise, dass wir den Staat erst reinholen dürfen, wenn wir gezeigt haben, wo der Markt versagt.
Das ist sozusagen eine Setzung, die Sie treffen. Der erste. Also das ist sozusagen eine legitimative Struktur, die Sie aufbauen. Wir müssen erstmal zeigen, dass der Markt versagt, bevor wir den Staat rufen dürfen. Das nur am Rand. Aber fragen wir uns, wo der Markt versagt. Da ist das Problem der adversen Selektion, das im Film sehr schön dargestellt wird. Insbesondere dann, das ist nochmal zu betonen, wo die großen Banken dann selbst sich mit illegalen Strukturen Zeit kaufen, um selbst diese Produkte loszuwerden. Also alle Banken, die noch kurz in der Krise gut durchgekommen sind, hatten auch diese Produkte, haben sie aber losbekommen. Das ist Ausdruck der adversen Selektion. Man kommt ein bisschen früher weg als die anderen. Also es ist nicht so, dass der Markt fair wäre. Etwas grundsätzlicher. Ein funktionierender Markt, ein funktionierender Wettbewerb verlangt es, das Markt auszuprobieren. Das aber ist im Finanzsystem sehr schwer zu organisieren. Wir sehen es aktuell. Wir dachten, die Reformen, die nach der Krise eingeführt wurden, würden dazu führen, dass Banken jetzt pleite gehen können. Wenn man nach Italien guckt, ist das nicht der Fall. Ich glaube, es ist generisch in dem Finanzsystem, dass wir sehr skeptisch sein müssen, ob wir große Krisen zulassen können. Das heißt, dass die Vorstellung, wir könnten klassische Marktprinzipien im Finanzsystem etablieren, schon daran scheitert, dass wir keinen Marktaustritt gewährleisten können. Wir können das versuchen, wir können den Markt ein Stück weit fördern, indem wir den Marktaustritt leichter machen, indem wir Instrumente des Krisenmanagements aufbauen. Das wird aber am Ende nicht vollständig funktionieren. Das ist das zweite zentrale Marktversagen. Adverse Selektion und Unmöglichkeit des Marktaustritts. Das dritte ist ein bisschen grundsätzlich. Alle Modelle, die Finanzmärkte als effizient darstellen, kennen Preise für jeden Zustand der Welt. Ja? Für jeden Zustand der Welt müssen Preise sein. Das muss man immer wieder betonen. Und das ist einfach unrealistisch. Was meinen Sie, was wir an gesellschaftlichen Ressourcen verschwenden würden, wenn wir für alle Zustände der Welt Preise finden müssen? Also ich möchte da nochmal eine Gegenrede halten, denn also so viel Markt gibt es im Finanzmarkt nicht. Wir haben eine Monopolisierung der Geldflüsse. Also wir haben Notenbanken, die sagen, wie das Geld bewertet ist, und die doktern ganz schön an den Zinsen rum und bringen dann unter Umständen durch ihr Handeln bestimmte unerwünschte Entwicklungen hervor. Also wir hatten diesen Begriff des Bernanke-Puts. Das war einfach nur nicht Bernanke, sondern das war vor allen Dingen auch der Greenspan-Put. Also immer wenn die Märkte wackelten, kam der gleich und hat dann also irgendwie in der Geldpolitik so rumgedreht, dass sie sich dann sehr schnell wieder beruhigten. Der Bernanke und auch vor allen Dingen der Greenspan, die haben erkannt, dass da vor allen Dingen sich doch was aufbaut. Also Irrational Exuberance, der Begriff von Schiller, das hat also Greenspan schon 96, 97 herausgefunden und auch benutzt. Und dann kam natürlich die Dotcom-Blase noch dazu. Also es ist nicht so, dass es kein staatliches Handeln gibt. Und unter Umständen ist das staatliche Handeln auch der Grund für eine neue Finanzblase. Denn die Subprime-Geschichte ist nicht von irgendwie entstanden, von den Banken, sondern das ist eine staatliche Veranstaltung. Unter Zeiten von Clinton haben sie gesagt, jeder Amerikaner hat das Recht auf ein Haus. Und jetzt, liebe Fannie Mae's und Freddie Mac's, jetzt seht mal zu, dass ihr hier Hypotheken vergibt und seid nicht zu pingelig, auch wenn die Leute sich das eigentlich nicht leisten können. Und das wurde am Anfang garantiert und dann haben die Banken das dann übernommen und dann kamen ja diese bekannten Entwicklungen hervor. Und da gab es auch jetzt die Frage, ist da nie was reguliert worden? Also bei uns ist es eigentlich üblich, wenn du ein Haus kaufst, musst du in der Regel, kannst du nur eine Hypothek bis 60% kriegen. Und wenn du nicht zahlen kannst, hast du Schulden am Hals. In Amerika ist das so geregelt, man muss sich das mal klar machen. Wenn du deine Schulden nicht zahlen kannst, also deine Hypothek nicht bedienen kannst, dann gehört das Haus der Bank. Und die hat es dann. Und du bist schuldenfrei. Also mit anderen Worten, die Leute sind dann hingegangen, haben ihren Schlüssel abgegeben und haben dieses Haus dann übernommen. Das ist sogar meiner Wissens nicht geändert worden. Und dadurch ist natürlich auch wiederum eine Spekulationsblase in Gang gekommen. Ich kann mich ganz schnell wieder von meinen Schulden befreien. Ich konnte wieder ein neues Haus kaufen. Also im Zweifelsfall habe ich kein Haus mehr gehabt und musste dann irgendwo zur Miete wohnen. Aber ich hatte keine Schulden mehr. Das ist völlig untergegangen. Und das ist natürlich dann auf dem Finanzmarkt
aufgenommen wurden. So, das Ganze stieg dann immer wieder oder refinanziert und keiner hatte sich Sorgen gemacht. Also staatlich hin und her, kluge staatliche Rahmenbedingungen sind mindestens so schwer, wie das Handeln in den Märkten selbst. Ich würde es gleich gerne aufgreifen. Die zwei sozusagen Staatsangriffe, die Sie erwähnt haben, zu Recht erwähnt haben, also auch andauernde Niedrigzinsphasen, wie wir sie aktuell sehen, gerade nach dem Platzen der Dotcom-Blase auf der einen Seite und staatliche Programme zur Förderung des Kreditwachstums. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Nun muss man sich aber fragen, warum hat die FED die Zinsen in den Jahren 2002, 2003, 2004 so niedrig gehalten? Nun, weil vorher schon mal eine Blase war, das war nämlich die Dotcom-Blase 2000. Auch da kann man sagen, die ist vielleicht so groß geworden, weil die FED auch 1999 die Zinsen gesenkt hat. Warum? Nun, weil 1999 oder 98, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ein großer Hedgefonds pleite gegangen ist, nämlich ATCM. Woran ist der pleite gegangen? Worin hatte der investiert? Nun, nicht zuletzt in den Schwellenländeranleihen. Und die hatten 97, 98 eine Krise. Und so kann man zurückgehen bis Anfang der 70er Jahre. Ein stetiges Wachstum der finanziellen Instabilität und dabei eine stetige Zuwachs an Verantwortung für die Zentralbank, mit dieser finanziellen Instabilität umzugehen. Und wo ist dann der Beginn? Für mich ist der Beginn sozusagen der Rückzug des Staates aus gewissen Kernfunktionen, die er eben bis Anfang der 70er Jahre ausgefüllt hat, insbesondere bei der Kontrolle der Wechselkurse und der Zinsen. Also das ist der eine. Die zweite Sache, die staatliche Förderung von Kreditprogrammen, kann man auch anders sehen. Ja? Es gibt Soziologen, die bezeichnen das als privatized Keynesianism, sozusagen, weil unsere Wirtschaft einen gewissen Verschuldungsgrad immer wieder von neuem aufbauen muss und der Staat sich aus dieser Aufgabe, Verschuldungspositionen entgegenzunehmen, entzieht seit Anfang der 70er Jahre, wurde dann ein System geschaffen, wo die Verschuldung privatisiert wurde, ne? Wo man also immer mehr Leute finden müsste, die eigentlich nicht in der Lage waren, Kredite zu bedienen und die mit Krediten ausgestattet hat. Also auch hier kann man sozusagen, obwohl Ihre Punkte sehr richtig sind, noch eine weitere Facette, eine weitere Geschichte hinzuerzählen. Bei LTCM gab es zwei Nobelpreisträger als, das nur so nebenbei, zwei Nobelpreisträger als Teilhaber. Also auch das schützt eben vor Zusammenbrüchen nicht. Gut, worüber wir jetzt im Grunde reden, sind alles systemische Probleme, wo man immer Dinge noch auf anderes zurückführen kann. Also was Sie gesagt haben, ist alles meines Erachtens sehr richtig und sehr wichtig. Die Frage ist nun, wie wir angesichts dieser Problemdiagnose, die Sie nun beide auch vorgenommen haben unter verschiedenen Aspekten, was sind eigentlich die Hebel, die man jetzt ansetzen müsste? Wo sind insbesondere heute Regulierungsdefizite, Systemdefizite, auch wenn es darum geht, was soll staatlich verantwortet werden, was soll privatwirtschaftlich über den Markt abgewickelt werden? Wo sehen Sie hier eigentlich bei dieser gesamten Finanzblasenentwicklung, wo sehen Sie hier Ansatzpunkte, wo man heute noch aktiv werden muss? Ja, das schöne Wort makroprudentielle Regulierung. Also es gab einige Erkenntnisse daraus, die jeder Trader in einem Markt sowieso kennt. Handel steht so, dass du auch die schlimmsten Verlustphasen überstehen kannst. Also gucken wir uns die Banken an und sorgen dafür mit Stresstests, dass sie schlimmste Krisen überstehen können und dass es so gestaltet wird, dass der Steuerzahler, wie es ja hier gesagt wird, am Ende nicht alles bezahlen muss. Wir fordern Testamente, dass sie gucken, wie sie Banken abwickeln, die dann ausscheiden. Das ist natürlich auch dieses Problem, dass die Banken so groß geworden sind, dass dann, wenn das System insgesamt in Gefahr ist, zwar der Steuerzahler dann zahlen muss, aber das System wird dann gerettet und eigentlich geht es uns auch gar nicht so schlecht. Also wenn ich einen Vortrag halte vor, sagen wir mal, Hausfrauen, das tue ich ganz gelegentlich in unserer Gemeinde, dann frage ich die immer, sagen Sie mal, was haben Sie denn eigentlich von dieser Krise die letzten Jahre mitbekommen? Geht es Ihnen schlechter? Und die kommt dann zum Ergebnis, gut, das ist mehr Mittelklasse,
Ja, eigentlich hat sich nichts bei uns sehr viel geändert. Das, was wir da so in den Zeitungen lesen, was an Regulierungen kommt, das kriegen die gar nicht mit. Die niedrigen Zinsen, die bekommen sie mit. Und niedrige Zinsen sind natürlich zur Bearbeitung und zur Steuerung von Risiken eher ein Problem, weil natürlich jetzt wieder alle veranlasst werden, in höher verzinste, Dividenden versehene Aktien hineinzugehen und damit natürlich eigentlich auch wieder Risiken neu aufzubauen. Also so ganz unproblematisch ist es nicht nur, wir brauchen ganz klar Regulierung, teilweise sind die eben auch überzogen, was sich jetzt zeigt, dass plötzlich die Banken keinen Kredit mehr für Häuser vergeben und die Bundesregierung wieder ein neues Gesetz macht, dass jetzt irgendwie die Leute doch wieder Kredit auch zum Hausbau bekommen. Das ist ein Suchprozess, wenn man so will, ein Prozess oder wenn man so will auch ein Innovationsprozess, was angemessene, vernünftige Regeln sind und das wird noch eine Zeit lang uns in Anspruch nehmen. Ich denke, ich versuche mich mal auf drei Punkte zu beschränken, wenn es darum geht. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, wo stehen wir in der Verarbeitung dieser Krise, wenn wir jetzt uns anschauen, was politisch gemacht wird. Wo stehen wir? Und da muss ich zunächst mal sagen, in dem Gedankenkonstrukt, das seit Anfang der 70er Jahre aufgebaut wurde, wurde sehr viel Richtiges und sehr viel Gutes getan. Also es ist nicht so, dass Regulierung jetzt als lax zu bezeichnen wäre. Das taucht am Ende des Films so ein bisschen auf, dass nichts passiert wäre. Das kann man nicht sagen. Also es ist tatsächlich so, dass wir ein erhebliches Maß zum Glück an Re-Regulierung erlebt haben. Der zweite Punkt ist allerdings, dass ein Teil dieser Re-Regulierung darunter leidet, dass man bestimmte heilige Kühe, insbesondere auch der Wirtschaftswissenschaften, beibehalten hat. Und nicht, dass ich den Wettbewerb im Finanzsystem für alles und vollständig abschaffen möchte, aber ich würde sehr vorsichtig sein, Regulierungsinstrumente einzuführen, die vollständig auf dieses im Finanzsystem zum Scheitern verurteilte Wettbewerbsprinzip aufbauen. Ein Beispiel, sehr technisches Beispiel, aber vielleicht gerade hier an meiner alten Uni, weil wir damals schon in den 90ern drüber geredet haben, vielleicht wichtiges Beispiel sind sogenannte Coco-Bonds, ja, technisch. Ja. Also die Idee, dass Banken Anleihen vergeben müssen, die sich dann in Eigenkapital umwandeln, wenn die Bank ein Problem hat. Ja. Vielleicht haben Sie mitbekommen, Anfang des Jahres gab es so eine kleine Krise im deutschen Finanzmarkt. Diese Coco-Bonds können nicht nur als Brandbeschleuniger in der Krise fungieren, ja, weil dann alle Angst haben, dass sie fällig werden, sondern diese Coco-Bonds, die ich für nicht so eine gute Idee halte, diese Coco-Bonds, die, und das ist interessant aus meiner Sicht, basieren sehr stark auf der Idee des heilsamen Wettbewerbs. Warum? Weil die Idee ist, die Bank, die schlechter wirtschaftet, muss höhere Zinsen auf diese Coco-Bonds zahlen. Ja? Und da würde ich sagen, die Regulierungsmaßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, müssten mal grundsätzlich hinterfragt werden hinsichtlich dieser heiligen Kühe, die die Ökonomen in diesen Regulierungsprozess mit eingebracht haben. Der dritte Punkt ist ein bisschen grundsätzlich. Als die Krise 2008, 2009 dann auf dem Höhepunkt war, haben viele Ökonomen von orthodox bis heterodox gesagt, wir müssten eigentlich über sowas nachdenken wie ein Bretton Woods 2. Also die Frage, wie stark müssen eigentlich Wechselkurse schwanken? Welche Rolle sollten Zentralbanken spielen in dem System? Weil die Welt in den 50er, 60ern, wo die Zentralbanken eher im Rücksitz saßen und die Finanzministerien am Steuer, vielleicht die bessere Welt. Ist es vielleicht notwendig, wie Minsky das sehr überzeugend formuliert, ist es vielleicht notwendig, dass das Finanzministerium eine durchaus starke Rolle in der Absorption von Überschussliquidität und in der Bereitstellung von Liquidität? Also alle Dinge, die wir sozusagen mit dem Namen Bretton Woods-System, das eine große Stabilität aufwies, aber nicht nur. Und diese Chance ist, denke ich, jetzt zwar erstmal verspielt worden, aber die Wissenschaft selbst sollte sich fragen, was ist da eigentlich liegen geblieben an größeren Reformanstrengungen, an grundsätzlichen Maßnahmen? Und die Sozialwissenschaften insgesamt können sich fragen, warum haben 2009 eigentlich so viele Leute nach Bretton Woods 2 gerufen und nach ein, zwei Monaten war die Diskussion schon wieder weg. Apropos Diskussion schon wieder weg. Ich würde jetzt vorschlagen, da wir doch schon fortgeschritten sind in der Zeit, dass wir jetzt an dieser Stelle das Podium öffnen, damit auch Sie Ihre Fragen stellen können.
Und insofern darf ich nun zwei Mikrofone weiterreichen. Ja. Also Sie haben, ich habe das eine Mikrofon. Ich behalte das jetzt. Sie behalten das jetzt mal. Ja, Sie dürfen mal selbst an. Aber so, einfach gerne mit Handzeichen die Fragen haben. Wir sprechen hier zwar über Ökonomie, aber das Problem, das wir besprechen, hat sehr, sehr viel mit Recht zu tun. Sie wissen und Sie kennen den Namen Kirchhoff, dass Kirchhoff sagt, die Finanzkrise ist nur deswegen entstanden, weil ein systematischer Rechtsbruch über Jahre betrieben wurde. Das heißt, man könnte auch sagen, die ganze Sache hat mit Ökonomie verhältnismäßig wenig zu tun. Wir leben ja in einem Rechtsstaat, das heißt, hier wurde das Recht systematisch über Jahre gebrochen und, um auf den Punkt zu kommen, in Deutschland hat ja die Finanzkrise angefangen mit der Insolvenz der KfW, IKB. Also das hat in Deutschland angefangen, etwa 1,5 Jahre vor Lehman. Das heißt, würde der Markt funktionieren, hätten die Aufsichtsräte der KfW damaligen, die alle vorher noch nie in einer Bank gearbeitet haben, noch nie in einer Bank, hätten alle diese Aufsichtsräte haften müssen, und zwar ganz banal zivilrechtlich haften müssen, also Schadenersatz. Solange die Aufsichtsräte, nicht die Vorstände, die Aufsichtsräte, die ja die Eigentümer sind, wo die Eigentümer, die Treuhänder da, solange die Aufsichtsräte nicht zur Haftung, also Schadenersatz herangezogen werden, solange wird ein Markt nicht funktionieren. Märkte funktionieren nur, wenn die Beteiligten Schadenersatz zahlen. Ob sie jetzt Blödsinn gemacht haben oder kriminell waren, spielt keine Rolle. Sie müssen Schadenersatz zahlen. Wenn Schadenersatz nicht gezahlt wird, ist der Markt kaputt und es hat mit Ökonomie nichts zu tun. Ich gebe Ihnen in vielerlei Hinsicht recht, insbesondere auch in der Einschätzung, dass die strafrechtliche Aufarbeitung dieser Krise, insbesondere in den Vereinigten Staaten, erstaunlich lax ausgefallen ist. Das würde ich auf jeden Fall konzidieren. Ich würde aber hinzufügen, dass jede Governance, ja, also jede Art Dinge mit Aufsichtsräten und Strukturen, die wir heutzutage neudeutsch als Governance bezeichnen, scheitern muss, wenn ich eine Überkomplexität aufbaue, wenn ein System zu groß wird, wenn ein System unkontrollierbar wird. Und ich glaube, dass da schon sozusagen über das Recht hinaus, über rechtliche Kategorien hinaus, Dinge zu lösen gibt, weil das Recht ab einem gewissen Punkt auch, wie die Krise ja zeigt, überfordert sein wird. Das wären meine zwei vielleicht doch etwas theoretische Anmerkungen dazu. Also die Haftung allein wird dann, glaube ich, nicht reichen. Wenn Sie sagen, der Rechtsrahmen muss eingehalten werden, dann brauchen wir ganz klare Tatbestände und die müssen dann so geregelt sein, dass tatsächlich Leute dann verurteilt werden. Also wenn Sie dieses Dividenden-Splitting nehmen als ein Beispiel, was ja auch bemerkt wird, ganz schön durcheinander gebracht haben, wo auch die Banken geahnt haben, das ist nicht richtig. Aber es gab in dieser ursprünglichen Form keine Rechtsregeln dafür. Wenn Sie Insidergeschäfte nehmen, als ich angefangen habe mit der Telebörse 1987, gab es nur so eine Kommission und keiner hat sich um Insidergeschäfte groß gekümmert, das war ganz normal eigentlich. Die Journalisten, wenn die zu einer Pressekonferenz gelaufen sind, von Siemens oder so, dann war die zu Ende, dann rannten die raus, alle zum Telefon, nicht um ihre Redaktion anzurufen, sondern ihre Bank, um zu ordern, um also solche Dinge zu nutzen. Das ist verboten. Also habe ich eine Entwicklung von Regulierung, wenn man so will, da ist mehr Spielraum, da ist diskretionär und ich muss auch eine Entwicklung haben von Tatbeständen, die sich im Laufe der Entwicklung als betrügerisch, als nicht akzeptabel herausgestellt hat.
Und da muss dann zugegriffen werden. Da müssen auch unter Umständen regelrechte Strafen dafür erteilt werden. Das ist zum Teil so. Bei diesen Aufsichtsräten ist das Problem, dass die in der Tat blöd waren. Und Blödheit wird vielleicht mit Fahrlässigkeit bestraft oder als fahrlässig eingestuft, aber Blödheit an sich wird nicht bestraft. Das tun uns nur die Märkte. Wer blöd ist an den Märkten, geht unter. Darf ich noch einen kurzen Satz dazu sagen? Ich habe nicht von Strafrecht gesprochen, ich habe ausschließlich von zivilen Schadenersatzzahl. Schadenersatzzahl heißt, das Aktienrecht sagt mit der Business Judgment Rule, die Sie sicherlich kennen, eindeutig, was du tun darfst und was du nicht tun darfst. Was du nicht tun darfst, ist ganz einfach. Mache keine Geschäfte, die dein Unternehmen ruinieren können. Also mache keine Geschäfte, wenn sie schiefgehen, ob sie aus Dummheit schiefgehen oder ob auf Kriminalität, spielt keine Rolle. Wenn sie schiefgehen, dürfen diese Geschäfte das Unternehmen nicht in den Abgrund reißen. Das heißt, diese Geschäfte, wie sie die KfW gemacht hat, die KfW ist zahlungsunfähig geworden. Das heißt, diese Aufsichtsräte, und nicht, dass Sie meinen, ich bin gegen die Gewerkschaften, überhaupt nicht, aber bei uns sitzen in den Aufsichtsräten die Hälfte Gewerkschaft. Auch in der KfW saßen die Top-Leute des deutschen Gewerkschafts. Solange diese Leute sich reinsetzen und nicht haften, können wir den Aufsichtsrat restlos vergessen. Gut, wir nehmen das so hin und wir haben noch eine nächste Frage. König, mein Name. Ich würde gerne auf zwei Dinge hinweisen, die mir in dem Film fehlen und auch leider in der Diskussion. Wenn wir mal uns anschauen, wie ist Geld denn so im Umlauf? Ich will es mal in drei Begriffe bringen. Da ist die Geldschöpfung, jemand bringt Geld in die Welt. Da ist die Geldverteilung, es wird nach bestimmten Kriterien in die Gesellschaft hineingebracht. Und dann ist das, das nenne ich mal die Geldverwendung. Das ist der Finanzmarkt. Geld ist unterwegs. Der Film behandelt nur den dritten Punkt. Da wird von Investoren gesprochen, als praktisches Beispiel. Das heißt, da ist anscheinend Geld unterwegs, was da ist. Ja, da kommt jemand mit dem Geldzeug und sagt, mach da was mit. Das ist aber nicht die Realität. Die Banken haben sich dieses Geld selbst geschaffen. Bis heute. Das Thema Geldschöpfung ist immer noch nicht zentraler Baustein der Diskussion. Dürfen die Banken selbst Geld herstellen? Und wenn ja, für welche Zwecke? Zweiter Punkt, Verteilung. Ich höre hier, als wäre die FED ein staatliches Unternehmen. Nein, das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen zur Absicherung der Banken, die sich das geschaffen haben. Sie hat zusätzlich staatliche Autorisierung. Wir sind so ein bisschen von der Bundesbank verwöhnt, die jetzt mehr diese staatlichen Funktionen hat. Aber in der Welt herrschen private, in Italien ist es immer noch so. Wer sitzt in den Aufsichtsräten? Selbst in der Schweiz. Minderheitsaktionär kann in der Zentralbank werden. Das wird überhaupt nicht diskutiert. Welche Rolle haben Zentralbanken? Dürfen sie überhaupt privatwirtschaftlich sein? Diese beiden Punkte, ich nenne sie jetzt mal Geldordnungsprinzipien, sind bis heute nicht in der Diskussion. Einen Punkt, Professor Glü, Kompliment, Sie haben von dem öffentlichen Gutzahlungsverkehr gesprochen. Lassen Sie mich das noch anschneiden. Solange der Zahlungsverkehr ein Risikomoment in einer Bankbilanz ist, wird jede Bank weiterhin den Staat erpressen können. Wenn du mich pleite gehen lässt, ist der Zahlungsverkehr kaputt. Das größte Erpressungspotenzial, was wir bis heute haben, es wird nicht diskutiert. Wir müssen über öffentliche Strukturen diskutieren, über das Thema Geldschöpfung, Geldverteilung, nicht nur Finanzmarkt, wenn Geld schon unterwegs ist. Ja, ich würde es gerne aufgreifen.
Ich glaube, wir hatten auch schon mal das Vergnügen, über diese Dinge zu diskutieren. Und insofern wird jetzt meine Antwort leider nicht sonderlich überraschend sein. Das erste ist, ja, unsere Geldordnung ist in vielerlei Hinsicht ein Stück weit grundsätzlicher zu hinterfragen als das, was nach der Krise passiert ist. Insbesondere glaube ich, dass die Umverteilung, Sie hatten von Verteilung von Geldern gesprochen, die Umverteilung, die wir beobachtet haben in den Jahrzehnten vor der großen Krise, durchaus instrumentell war in der Erklärung der Krise. Ich habe das privatisierten Keynesianismus genannt. Dahinter steckt durchaus auch die Vorstellung, dass in einer Welt, in der die Vermögenden immer über mehr Vermögen verfügen, sie auch einen größeren Teil dieses Vermögens in, was der Volkswirt Geldvermögen stecken möchte, der normale Mensch sagt Finanzvermögen, also Vermögen, das jetzt nicht direkt durch Realkapital gedeckt wird, und dadurch wird provoziert ein System, in dem zu viel Geldvermögen produziert. Ne? Da würde ich Ihnen ganz recht. Zweitens, sollten wir deswegen unser Geldsystem radikal ändern und nur noch bestimmte gedeckte Formen von Geld oder Ähnliches zulassen? Da bin ich, das wissen Sie, anderer Meinung. Ich glaube, dass wir seit über 200 Jahren ganz gut leben mit einem System, in dem Banken diese unvorstellbare Macht haben, ne? In dem Banken per Knopfdruck Verfügungsmacht über reale Ressourcen erzeugen. Das hat gewisse Grundvoraussetzungen. Ja? Insbesondere die Grundvoraussetzung, dass diese Banken stark kontrolliert werden und dass in diesen Banken auch nur Leute handeln dürfen, die verantwortungsbewusst mit dieser unglaublichen Macht umgehen. Ich glaube, dass unser System aber trotzdem ganz gut funktioniert hat. Schumpeter hat den Kapitalismus im Kern nicht beschrieben als ein System, das auf dem Unternehmer baut. Das war für ihn zwar ganz zentral, aber nicht der zentrale Punkt. Er hat gesagt, Kapitalismus ist eine Welt, in der es auch Kredit schöpfen durch Banken. Und das glaube ich so. Weil erst dann der Unternehmer in die Lage versetzt wird, sein Innovationspotenzial auszuüben. Da bin ich also in etwas anderer Meinung. Generell richtig, wir müssen grundsätzlich über das Geldsystem nachdenken. Das heißt für mich nicht, dass wir Banken verbieten sollten, in einem gewissen Umfang auch an der Geldschöpfung teilzunehmen. In gewissem Umfang, habe ich selbst gesagt. Okay, gibt es noch eine Frage von Ihrer Seite? Ja, bei dich hätte ich auch noch eine Frage, ehrlich gesagt. Die muss man natürlich stellen, weil es auch ein paar Mal aufgegriffen wurde. Und zwar interessanterweise fand ich, dass Sie es beide auch erwähnt haben, die Rolle der Wirtschaftswissenschaften. Also Sie haben ja schon, sage ich mal, wie es jetzt letzte Woche im Blinker formuliert, ein paar blinde Flecken aufgedeckt oder sehr viele auch, sag ich mal, auch systematisches Denken, was einfach gefehlt hat, also sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. Und deswegen meine Frage an Sie, was würden Sie sich denn wünschen, wie sich die Lehre als solch verändert? Sie hatten zwar ein bisschen schon aufgegriffen, aber vielleicht könnten wir da noch ein bisschen konkreter darüber reden, was Sie sich vorstellen würden, was sich ändern müsste. Also mehr Theorien, mehr Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen etc. Ja, weniger Mathematik, das war für mich immer ein Anliegen. Aber das ist jetzt eigentlich auch ein bisschen überspitzt gesagt. Ich würde mir wünschen, auch was die Finanzmärkte betrifft, dass Sie begreifen, dass der Risikobegriff nicht Value at Risk oder Volatilität allein ist, und dass immer alles wieder zum Mittelwert zurückkehrt, sondern dass Sie sich klar sind, dass durch auch emotionale Entwicklungen Dinge entstehen können, die für das System insgesamt ganz gefährlich werden. Und dass Sie, das ist inzwischen aber auch schon fast erfüllt, dass sowas wie Behavioral Finance zumindest mit in die Überlegungen stärker einbezogen wird, denn diese Art von emotionalen Prägungen sind bei den Menschen konstituierend, und solange ich nicht dieses in die Überlegungen einnehme, werde ich mit dem schönsten Modell, auch wenn ich sage, es ist alles rational, letztlich immer wieder scheitern. Das wäre das, was ich für wichtig empfinde. Also der Risikobegriff ist, glaube ich, für mich immer der wichtigste Punkt. Und das heißt, was kann ich im schlimmsten Fall verlieren und wie muss ich das System so aufbauen, dass das eben nicht passiert, dass ich nicht pleite gehe. Was bezieht sich auf die Banken genauso wie auf den einzelnen Investor.
Wenn ich darf, würde ich zu der Frage auch gerne kurz Stellung beziehen, da bin ich ja auch angesprochen und dann nochmal an Sie weitergeben. Ja, was ich sagen möchte, ist was vielleicht recht grundsätzlich ist. Sie haben ja in Ihrer Anmoderation am Anfang auch angesprochen, dass plurale Ideen wichtig sind, dass Sie das besonders gut finden. Und ich finde das einerseits gut, andererseits finde ich, das Plurale ist nicht wirklich die Lösung. Was wir eigentlich brauchen, ist eher eine Unifikation von verschiedenen Strängen, die wir auch heute schon in den Wirtschaftswissenschaften haben. Und von daher auch vielleicht teilweise eine Vergrößerung des Blicks. Ich will das ganz kurz skizzieren und dann noch mal sagen, was es hier für diese Sache von Bedeutung hat. Das eine, was Sie eben angesprochen haben, ist schon das Problem, dass wir neoklassisch eben immer davon ausgehen, es gibt ein Gleichgewicht, auf das natürlich dann auch der Markt bzw. wir als Gesellschaft irgendwie zusteuern müssen und das funktioniert so nicht. In Wirklichkeit steckt unser Leben voller Kooperationsprobleme, die wir eigentlich über Institutionen lösen. Da steckt auch die ganze Ethik und Moral drin. Das sind eigentlich Institutionen, über die wir es schaffen, Kooperationsprobleme zwischen Menschen zu lösen. Ja, und das gelingt uns nicht nur im Kleinen, im Sozialen, wo die ganz einfache Moral greift, sondern es gelingt uns heute, das ist eben auch die Sache, die wir häufig vergessen, die positive Seite, das gelingt uns im Grunde genommen auch ein Stück weit auf globaler Ebene ganz gut. Ja, und in vielen großen menschlichen Zusammenhängen. So, und was die Wirtschaftswissenschaft und die Wissenschaft insgesamt hier leisten muss, ist meines Erachtens einerseits diese Kooperationsprobleme und wie wir sie lösen, zu verstehen. Da haben wir Instrumente der Spieltheorie, die aber nicht wirklich reichen, denn was die Spieltheorie nicht richtig erfassen kann, ist eben das Entstehen von Institutionen. Wie das tatsächlich geschieht. Also es ist nicht einfach nur ein Metaspiel, in dem dann Institutionen wie auch immer entstehen, sondern das ist eigentlich nochmal eine andere Aktivität, die man genau untersuchen muss, wie entstehen solche Institutionen. Und wie werden durch Institutionen Spiele umgepolt oder zu neuen Spielen gemacht, nach neuen Regeln, die wir dann spielen. Ja? Und hier haben wir eine Geschichte, in der wir eigentlich denken, wir haben ein schönes Spiel, bei dem Markt gut funktioniert, bei dem jeder profitiert. Und dann taucht trotzdem sowas auf, wie das, was wir auch im einfachen Gefangenen-Dilemma sehen, dass eben Einzelne ausscheren können, defektieren können zulasten anderer. Und dann zerbricht die Kooperation. Das ist eine Sache, für die wir sensibel sein müssen. Das, was Sie vorhin angesprochen haben, mit dieser Haftungsproblematik, ist auch so etwas, wo im Grunde Leute einerseits Verantwortung übernehmen müssen, dann aber nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist grundsätzlich gefährlich, weil damit unsere Institutionen brüchig werden. Und die andere Frage, die natürlich aus meiner Sicht dann im Hinblick auf das Finanzsystem bedeutsam ist, ist die Frage, die wir jetzt auch schon diskutiert haben. Inwieweit oder worin besteht eigentlich das Gemeinschaftsgut, das wir hegen, pflegen und erhalten müssen? Und was sind Dinge, die eher problematisch sind, die wir, ja, oder wie können wir dieses Gemeinschaftsgut möglichst gut hegen und pflegen? Was Sie eben gerade nochmal betont haben, ist eben die Fähigkeit des Finanzsystems entsprechend gut zu reagieren auf wirtschaftliche Erfordernisse, deshalb Geldschöpfung auch möglich zu machen. Andererseits entstehen damit Probleme, bei denen wir dann auch sicherstellen müssen, wie wir die eindämmen können. Ja, Sie haben Stresstests vorhin angesprochen. Die Frage ist natürlich immer, wie belastbar ist das und bauen wir dann nicht eine neue Blase auf, ein neu gebildetes Vertrauen, die irgendwann auch wieder zerplatzt. Nun, Stresstests ist vielleicht ein guter Ansatzpunkt. Also wenn man sich die Geschichte der europäischen Stresstests anschaut, dann lernt man erstens, dass Ökonomik kontextuell zu verstehen ist. Also du kannst einen technisch noch so guten Stresstest machen, es gibt immer auch politische Bedingungen, die berücksichtigt werden müssen. Und insofern wäre das, was ich als erstes in der wirtschaftswissenschaftlichen Lehre einfügen würde, eine stärkere Hinterfragen, was Wirtschaftswissenschaft überhaupt ist. Wir lernen alle im ersten Semester, es ist die Allokation knapper Ressourcen auf alternative Verwendungszwecke. Man könnte aber auch mal einen Soziologen fragen, was für den Wirtschaftswissenschaften ist. Da würde Luhmann beispielsweise sagen, das ist eigentlich nichts anderes als eine Art von Wirtschaft über sich selbst zu sprechen. Ja? Das ist eine andere Definition von Wirtschaftswissenschaft. Und ich denke, Lehre in der Wirtschaftswissenschaft sollte das aufgreifen. Was ist Wirtschaftswissenschaft? Ich komme gerade und bin noch absolut begeistert davon, das würde ich gerne am Schluss erzählen, von der Begutachtung eines Studiengangs an der Uni Sieg. Der heißt tatsächlich Plural. Wenn ich möchte, ganz kurz erzählen, was das Tolle an dem Studiengang ist. Das Erste, was großartig ist an dem Studiengang, jetzt tut mir leid, dass ich widerspreche, er sagt eben ganz explizit nicht Unifikation, so hatten Sie es gesagt, sondern die handelnden Personen bilden ganz unterschiedliche
Teile des wirtschaftswissenschaftlichen Spektrums. Das ist der Nils Goldschmidt, ein Mensch, der sich mit Hayek auskennt, der im Eucken-Institut arbeitet, der über Wirtschaftsordnung nachdenkt, der das alles gut versteht und sagt, das ist eigentlich der Ansatz. Und dann ist der Helge Peukert, der hier beim schon erwähnten Lehrstuhl-Chefvolk war, der eine eher linke, heterodoxe Perspektive angegeben hat. Und die haben sich zusammengetan, um tatsächlich diesen Studiengang auszumachen. Also eher Konflikt statt Unifikation. Das finde ich toll. Und das zweite Tolle an dem Studiengang ist, das ist mit einem Schwerpunkt kontextuelle Volkswirtschaftslehre oder plurale Volkswirtschaftslehre. Und der zweite ist, vergesst die Betriebswirte, die Manager. Also der Studiengang heißt plurale Ökonomik, wendet sich aber auch an Menschen, die in Unternehmen agieren wollen. Und da komme ich jetzt nun zu einer großen Zustimmung zu Ihnen. Der Professor, der diesen Managementbereich des pluralen Ökonomikstudiengangs betreut, der versucht, Menschen auf schwierige ethische Situationen, auf Konfliktsituationen, auf das, was im Unternehmen wirklich passiert, vorzubereiten. Er hat sehr schön gesagt, was ich in meinen ersten Jahren als Professor bemerkt habe, ist, dass die Leute im ersten Semester, insbesondere die Betriebswirte im ersten Semester, mehr über Unternehmen wissen als im fünften Semester. Weil sie in der Zwischenzeit beigebracht bekommen haben, ein Unternehmen ist wie eine Maschine. Ja? Kommt was rein und dann ist ein Räderwerk. Und so ist es halt nicht. Also das ist der zweite. Und dabei belasse ich es jetzt. Also vielleicht noch ein bisschen mehr Konflikt pflegen, Pluralität pflegen erstens und die Betriebswirte nicht vergessen. Das sind meine zwei Appelle, wenn es um die wirtschaftswissenschaftliche Lehre geht. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen, ein Schlusswort zu sprechen. Und ich würde das gerne so formulieren, dass ich sage, auf der Basis dessen, was wir gerade noch zum Ende gesehen haben, es gibt wie so oft natürlich viele und die größten und wichtigsten Fragen sind offen, aber wir sehen, es gibt Entwicklung, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Wissenschaft, die sich zeigt. Und so, dass wir doch vielleicht nicht den Kopf völlig in den Sand stecken müssen und durchaus optimistisch sein können. Damit Sie auch optimistisch sein können, möchte ich noch darauf hinweisen, der Film spielte ja überwiegend in den USA. Wenn Sie jetzt in New York wären, dann wäre es jetzt 3:30 Uhr nachmittags. Das heißt, Sie haben hier einen schönen Nachmittag verbracht, haben noch den Abend vor sich und dazu wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Kommen Sie gut nach Hause und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch nochmal an die Beteiligten hier an der Organisation, an der Diskussion. Vielen Dank. Für's.